So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Ich war mit Pupsi in Meiningen unterwegs, im Rewe. Und da gibt es so eine Art Sushi-Bar, wo die direkt vor deinen Augen das Sushi immer frisch zubereiten, fertig machen. Da habe ich viele Sushi-Variationen gesehen, auch irgendwelche Feierröllchen, die ich vielleicht gerne mal probiert hätte. Wie das denn schmeckt, was da dabei ist für 7,50 Euro. Und dann habe ich was entdeckt, weil ich dachte, na gut, heute nicht. Kannst du ja beim nächsten Mal mitnehmen. Da standen einfach noch so Schälchen dort mit Salaten. Dieser Salat kostet 5,50 Euro, ist halt von dieser Sushi-Bar in Meiningen im Rewe. Hier steht noch, happily handmade for you, und sieht wunderbar gesund aus und ist eigentlich ein Veggie-Kimchi-Reis-Salat sozusagen. Vegetarisch Sushi-Reis-Mix mit Kimchi, Kimchi-Soße, Karotten, Schnittlauch und Sesam. Verpackt am 9.3. zu verbrauchen bis 10.3. Ich weiß gerade gar nicht, was heute ist. Ich hoffe, heute ist irgendwas und er ist noch gut. Wir machen den mal auf, reißen den hier auf. Kimchi-Salat. Wir haben ja schon die Samyang Buldak Kimchi-Nudeln mal probiert. Haben dann auch so mal Kimchi aus der Dose gehabt. Jetzt haben wir aber hier diesen super genialen Salat. Guckt euch den nochmal an. Der sieht wirklich genial aus, oder? Und falls das nicht scharf ist, habe ich mir natürlich doch eine Mad Dog Soße besorgt, die mit 6 Millionen Scoville Extrakt, aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt in der Silver Edition mit der Kugel. Und die wollen wir jetzt mal probieren. Also den Salat wollen wir probieren und vielleicht die Soße dazu, aber erstmal so mit einer normalen Gabel. Das riecht auf jeden Fall alles ein bisschen säuerlich. Ich sehe hier ganz viel so Lauchzwiebelchen oder irgendwas drauf. Ich piek's einfach jetzt hier rein. Nehme mir eine Gabel aus der Mitte raus von diesem vegetarischen Salat mit so China-Kohl. Kimchi ist ja China-Kohl, fermentierter oder so. Einfach ab durch die Mitte. Ja, er kommt gerade bei mir jetzt hier frisch aus dem Kühlschrank. Wir haben gestern gekauft, sind näher gefahren, habe ich kurz kühl gestellt. Wollte ich jetzt probieren. Er riecht zwar ein bisschen säuerlich, ein bisschen unangenehm. Da war so ein bisschen Ekel da, weil ich dachte, oh, wer weiß, ob der jetzt schon verdorben ist. Hat aber übelst die frische Note, wenn du den isst. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Da denkst du wirklich, du isst den und nimmst dabei ab. Viel mit Reis drin, die ganzen Sesamkörnchen, die hier drauf sind, sieht halt übelst schön aus, übelst detailliert, aber mir fehlt irgendwas Würziges trotzdem, deswegen werde ich mir jetzt nochmal eine Gabel hier nehmen, eine Gabel Kimchi, und auf diese Gabel versuchen wir jetzt mal einen Tropfen Mad Dog Soße zu machen. Und dann mal gucken, wenn wir eine Schärfe im Mund haben, die sich überall verteilt, ob wir den Rest von dem Kimchi dann dazu essen können. Das sind wieder mal wilde Experimente. So, einmal Mad Dog hier drauf. Das war ein Flatschen, und zwar ein riesengroßer Flatschen Mad Dog Soße. Es passt überhaupt nicht dazu. Ich nehme noch ein bisschen Kimchi her zum Neutralisieren. Also gefühlt passt die Mad Dog immer super zu Nuggets, aber zu Kimchi überhaupt nicht. Trotzdem schmeckt der Kimchi-Salat an sich gut. Ich werde ihn jetzt auch hier weiter essen. Aber weil wir jetzt extra die Mad Dog Soße aufgemacht haben nochmal, die noch offen hier steht, probieren wir einfach noch einen zweiten drauf. Moment! Hat es gerade an der Tür geklopft. So, zweiter Tropfen von der Mad Dog.
seht plötzlich, passt das. Plötzlich hat sich's angepasst. Jetzt, ihr habt euch dran gewöhnt. Madoc Beste einfach zu allem, was man isst. Immer Madoc dazu, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr schon mal Kimchi-Salat gegessen? So Sushi-Remix, Kimchi-Salat, irgendwas? Habt ihr auch eine Sushi-Bar bei euch im Rewe-Zender? Schreibt es mir in die Kommentare. Sonst war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.